Hallo, heute möchte ich euch eine Neuentwicklung aus dem Hause Mezzoforte vorstellen. Und zwar ist das etwas, worauf viele von euch schon möglicherweise längere Zeit gewartet haben. Was ihr hier vor mir seht, ist eine Carbon-Violine Designline. Also unser Standardmodell, deutscher Musikinstrumentenpreis 2015 und so weiter, ganz toll. Und diese Carbon-Violine hatte üblicherweise immer einen Steg aus Holz. Einen Mido-Stammsteg oder einen Despio-Steg, je nachdem, was da ausgewählt wurde. Jetzt seht ihr auf dieser Geige einen schwarzen Steg. Und dieser schwarze Steg ist eine wirklich bedeutsame Neuentwicklung. Das hat uns eine ganze Menge Zeit, Mühe und Arbeit gekostet. Ungefähr 15 Prototypen sind in den Papierkorb gewandert wegen Nichttauglichkeit, weil sie die klanglichen Anforderungen nicht erfüllt haben. Jetzt sind wir aber soweit, dass dieser Steg tatsächlich auch nicht nur brauchbar ist, sondern auch eine Verbesserung bedeutet, zumindest wenn man einen bestimmten Klang hören will. Einen sehr klaren, präzisen Klang, der auch im Diskant, also auf den oberen Seiten, sehr stark strahlt und bis in die höchsten Lagen präsent ist. Wir machen heute mal den Versuch. Ich habe jetzt auf dieser Geige den Composite-Steg drauf und werde die Geige spielen, kurz anspielen und danach auf der identisch auf der gleichen Geige, auf derselben Geige, den Steg austauschen und den Standard-Holzsteg, den wir bis jetzt immer verwendet haben, zum Vergleich nehmen, sodass ihr also unmittelbar den Vergleich habt. Und dann könnt ihr selber gucken, ob das das ist, was euch bei eurer Carbon-Geige oder vielleicht für eine neu zu bestellende Carbon-Geige in den Sinn kommt und weiterhilft. Steg und jetzt die gleiche Geige mit dem Holzsteg. Holzsteg unten im Bass möglicherweise eine Spur mehr Wärme verbreitet, dafür aber die Klarheit und Präzision und Präsenz im Diskant mit dem Composite-Steg deutlich zunimmt. Insbesondere auch die Ansprache, sofern sie überhaupt noch verbesserungsfähig ist in den höheren Lagen, scheint uns mit dem Composite-Steg nochmal deutlich schneller und besser zu sein. Ja, was ist euer Eindruck? Wir werden jetzt Folgendes tun. Wir werden die ersten 15 Violinen nach
der Fertigstellung dieses Steges, was quasi jetzt zum Zeitpunkt Ende Oktober, Anfang November 2023 der Fall ist. Die ersten 15 Violinen werden wir an unsere Kunden mit Doppelsetup ausliefern, das heißt mit Steg aus Komposit und mit Steg aus Holz. Dann jeweils um Feedback bitten, das Ganze natürlich kostenlos, also dieses Doppelsetup kostenlos. Danach wird der Kompositsteg per Upgrade, also für einen kleinen Preisaufschlag, im Shop verfügbar werden und kann dann anstatt des Holzsteges bestellt werden. Auf jeden Fall hat er den Vorteil, dass der Kompositsteg mit Sicherheit nie ausgetauscht werden muss. Der wird also halten bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag. Ein Holz wird auch nicht krumm, kann auch nichts mit passieren, der ist auch schlagfest. Wir haben also wirklich einige heftige Experimente damit gemacht. Da geht nichts kaputt, auch nicht bei stärkerer Gewalteinwirkung. Ja, der Holzsteg ist da schon so ein bisschen empfindlicher. Wenn der einen Schlag von oben bekommt, dann haben es die Füße hinter sich. Okay, das wollte ich euch heute mal vorstellen in diesem Video. Wenn ihr Fragen habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Und ansonsten vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Video. Macht's gut, ciao.